Hallo zusammen. Heute habe ich euch ein Buch mitgebracht, das einen Meilenstein in der Verlagsgeschichte von Nord-Süd darstellt. Es heißt Lindberg, die abenteuerliche Geschichte einer fliegenden Maus. Es ist die Geschichte einer wissbegierigen Maus, die in Hamburg lebt, Anfang des 20. Jahrhunderts, und dabei einer neuen Gefahr ausgesetzt ist, die Mausefalle. Und die Bedrohung ist so ernst, dass sie mit dem Gedanken spielt, auszuwandern, so wie viele Menschen in dieser Zeit. Aber wie kommt eine kleine Maus nach Amerika? Vielleicht mit dem Schiff. Aber auf das Schiff zu kommen, ist auch nicht so einfach. Da lauern überall Katzen im Hafen, die nur darauf warten, eine kleine Maus zu fangen. Da hat sie plötzlich eine Eingebung. In ihrer größten Not entdeckt sie Artgenossen, Fledermäuse. Fliegen, das wäre die Idee. Fliegen müsste man können. Gesagt, getan. Die Maus beginnt in den Haushalten der Menschen nach Dingen zu suchen. Sie beginnt Bücher zu lesen und sich zu informieren. Und sie lernt viel über die Fliegerei und bastelt an einem Fluggerät. Die ersten Versuche misslingen, aber sie lässt sich nicht enttäuschen. Sie arbeitet weiter und auch ein bisschen gegen die Zeit, weil die Feinde schlafen nicht. Auch Eulen haben inzwischen es auf sie abgesehen. Und eines Tages ist es soweit. Der Flugapparat funktioniert. Sie schafft es, den Sprung von Hamburg aus nach Amerika zu fliegen, und sie wird dort von ihren Artgenossen als große Heldin gefeiert. Sie wird ein Star, sie hält Vorträge, sie reist in Amerika, und eines Tages entdeckt ein kleiner Junge ein Plakat, auf der die Geschichte der Maus erzählt wird. Und dieser kleine Junge heißt Charles Lindbergh und wird von der Maus dazu inspiriert, selber als erster Mensch den Atlantik zu überqueren. Anfänglich gab es immer wieder mal Zweifel, ob ein Buch mit so einer kleinen Maus und so dunklen Farben und mit so einem großen Umfang, ob das überhaupt funktionieren würde. Aber wir waren so schnell begeistert von den Reaktionen der Leserinnen und Leser. Und nicht nur die Kinder haben das begeistert aufgenommen, sondern auch die Eltern, die das Buch vorgelesen haben. Torben Kuhlmann, der Autor und Illustrator dieses Buches, hat das Buch als Diplomarbeit gestaltet. Und seine Motivation, das Buch zu machen, war, dass er ein Buch schreiben wollte, so wie er es als Kind sich gewünscht hätte. Und das war der zweite Aspekt, so wie er es heute auch noch gern als Erwachsener lesen würde. Diese Geschichte habe ich entdeckt vor etwa 8 Jahren auf einer Buchmesse in Bologna. Und ich fand dort an einem Stand das Buch, so wie es hier ist, ausgestellt. Es hat mich magisch angezogen. Ich bin darauf hingegangen, habe es durchgeblättert und war fasziniert von dieser Bilderfülle. Und wie ich das Buch zugeschlagen habe und unten ein Verlagslogo gesehen habe, ist mein Traum geplatzt. Das Buch hatte schon einen Verlag. Ich war nicht der Erste, der es entdeckt hat. Also bin ich etwas enttäuscht heimgefahren, und im Zug von Bologna nach Zürich hatte ich Gelegenheit, den Katalog der Bologna-Ausstellung anzuschauen. Und in diesem Katalog war ebenfalls dieses Buch abgebildet. Und es hatte eine wichtige Information, es stand dabei, es ist noch unveröffentlicht. Ich habe kurzerhand den Autor angerufen, mit ihm Kontakt aufgenommen, und es stellt sich heraus, dass das Buch, das ich am Stand gesehen habe, ein Musterband war, den er so perfekt wie möglich gestaltet hat und in Englisch, damit es auch international wahrgenommen werden kann. Ich wäre der Illusion fast verfallen und wäre fast an meinem Glück vorbeigelaufen. Zum Glück sind wir rechtzeitig ins Gespräch gekommen und wir konnten dieses Buch gemeinsam machen. Es ist nicht nur ein Erfolg in Deutschland geworden, wir haben das Buch, so wie die Geschichte eben auch handelt, über den Atlantik gebracht, und es ist auch in Amerika erfolgreich auf den Markt gekommen. Inzwischen steht Lindbergh am Anfang einer ganzen Serie von Mäuseabenteuer, die inzwischen bereits erschienen sind. Das erste Buch ist inzwischen in über 35 Sprachen übersetzt worden, und ich habe gesehen, dass ich hier die 19. Auflage im Archiv gefunden habe. Dieses Buch hat einen internationalen Siegeszug von Japan über Amerika in alle Herrenländer gefunden. Es sind weitere Bände erschienen. Der zweite Band hieß Armstrong. Er ist zusammen mit Lindbergh in einem Sammelband erschienen.
Und der vierte Band ist letztes Jahr erschienen, Einstein, die abenteuerliche Reise einer Maus durch Raum und Zeit. Aber auch das ist eine andere Geschichte und die erzähle ich euch sicher auch nochmal. Das war Lindberg, die abenteuerliche Geschichte einer fliegenden Maus. Viel Spaß, bis bald.